kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einem weiteren Video über die Gothic Randomizer Mod. Diesmal in einer Deluxe Edition und die gute Bisasam ist auch wieder dabei und die hat heute einiges zu erzählen. Ja, grüßt euch. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich vor ungefähr einer Woche die normale Randomizer Edition rausgebracht. Die gab's, die hat großen Anklang gefunden. Es gab auch ein paar Kritiker, wobei ich zu den Kritikern jetzt mal kurz sagen möchte, ich habe diese Mod damals so gemacht, wie sie Jorgenson gefallen würde. Ich habe ihn exakt gefragt, was würde dir denn passen, was würdest du denn toll finden, und das habe ich dann eingebaut. Das ganze Ding ist quasi ein Kunstwerk auf Nachfrage und es ist genauso geworden, wie ich es wollte. Mhm. Diese Ansprüche von wegen mit Gothic-Feeling erhalten, die hatte ich in dem Moment gar nicht, weil es für mich einfach dem Projekt widersprechen würde. Also wenn ihr eine Mod wollt, die das Gothic-Feeling erhält, dann könnt ihr halt eine Mod spielen, die genau das macht, oder das Originalspiel. Das ist halt nicht der Sinn der Mod. Diese Mod ist einfach wirklich für Leute, die das Gothic neu erleben möchten. Und diese Deluxe-Version, die ich jetzt gemacht habe, die ist früher mal Light, jetzt heißt die Deluxe, wegen den ganzen Optionen, die ihr einstellen könnt. Diese Version ist halt für Leute, die wollen das Spiel noch durchspielen können und halt währenddessen ein bisschen was Zufälliges haben. Und dafür ist jetzt die Version. Natürlich wird das Gothic-Feeling dabei auch nicht 100% erhalten bleiben, wie denn auch. Das geht nur mit dem Original. Aber also in dem Sinne. Zum Punkt mit dem Gothic-Feeling muss man ganz klar sagen, es ging bei der ersten Version darum, um überhaupt zu testen, ob das geht. Ne? Also, was geht überhaupt? Kann man das überhaupt random machen? Weil es gab sowas noch nie. Und daher habe ich einfach gesagt, mach alles random, was random geht, was dir einfällt. Ne? Und da, das war halt ein Test. Und jetzt hat Bisasam auf euer Feedback halt gehört und hat das Ganze überarbeitet für die Gothic-Community. Und heute haben wir ganz viele Sachen, die wir euch vorstellen können. Aber auch nochmal von mir, ihr müsst es nicht spielen. Und es ist ja auch so, dass das alte Gothic ja immer noch da ist. Das zerstört ja nichts. Es ist was Optionales, ne? Und da sollte man vielleicht auch die Kirche mal im Dorf lassen. Kommen wir jetzt mal zu den schönen Dingen und starten ein neues Spiel. Und dann sehen wir hier schon, dass es sehr viele Einstellungsmöglichkeiten gibt. Und dazu wird euch jetzt Bisasam was erzählen. Gut, wenn wir mal von oben nach unten gehen. Die Monsterstärke, die könnt ihr euch, natürlich, ihr könnt die ausstellen. Er hat jetzt gerade standardmäßig auf ein Drittel bis dreifach. Also ursprüngliche Monsterstärke, ein Drittel bis dreifach, hat er eingestellt gehabt. Das bedeutet, wenn Monster 30 Stärke hat, kann es entweder mindestens 10 Stärke haben oder bis zu 90. Also so dieser Intervall ist das. Oder du kannst halt einstellen, 1 bis schwarzer Troll, also wirklich ein Stärkepunkt, oder bis schwarzer Trollstärke. Das geht auch. Und dementsprechend wird dann auch das Level angepasst. Aber es kann auch vorkommen, dass zum Beispiel jetzt ein Wolf euch nur ein Drittel seiner Erfahrungspunkte gibt, obwohl er dreimal so stark war. Also das ist dann trotzdem immer noch ziemlich zufällig und ja, dementsprechend solltet ihr auch gucken, wenn ihr das nicht möchtet, dann lasst es einfach auf aus, dann ist es die Standard-Gothic-Monsterstärke. Kommen wir zur Monsterposition. Was ist denn da? Die Monsterposition ist tatsächlich eine neue Distribution von den ganzen Monstern. Das heißt also, da wo am Anfang ein Wolf steht, da kann auch bei euch ein Schattenläufer sein oder ein Lurker oder sowas. Die ganzen Monster sind dann zufällig positioniert. Ich habe das ein bisschen daran festgemacht, wie denn die Monsterverteilung in Gothic 2 original ist. Also von wegen, ich habe durchgezählt, wie viele Monster gibt es denn pro Art. Und die habe ich dann entsprechend zufällig verteilt, aber ich habe auch mittlerweile ein paar Anpassungen gemacht, sodass das nicht ganz so extrem ist, weil die Echsenmenschen sind mit Abstand die häufigste Art. Aber wenn ihr direkt auf Echsenmenschen trefft am Anfang, dann habt ihr halt keine Chance, das Spiel durchzuspielen. Und deswegen ist das ein bisschen zurückgefahren worden, sodass das vielleicht ein bisschen mehr gebalanced ist. Ja, da gibt es die Option Schafe nicht. Also wenn ihr keine riesige Chaoswelle auf den Bauernhöfen haben wollt oder auch in der Stadt bei Alvin, dann solltet ihr besser Schafe nicht machen, weil sonst habt ihr dann nämlich vielleicht einen Troll rumstehen, der dann jemanden verkloppt. Mhm. Das solltet ihr natürlich entsprechend anpassen oder ihr lasst es auf aus, dann sind die in Originalposition. Und wenn ihr das absolute Chaos wollt, dann macht ihr alle random und dann ist die Hölle los. Wobei ich dazu sagen muss, Monsterposition wirkt sich ausschließlich auf Monster aus, die nicht in Quests involviert sind. Mhm. Alles andere wird ganz normal gespawnt. Also das heißt, Drachen sind nicht random.
Genau. Und Drachen sind nicht random, die Orks habe ich auch nicht random gemacht. Das hat auch einen guten Grund, und zwar, weil die halt mit ihren Tagesabläufen an ihren Ort sehr gebunden sind. Und wenn ich da was ändere, dann wird das totale Chaos ausbrechen. Und dann habt ihr Bugs ohne Ende, das lasse ich lieber. Und die Steinwächter, die habe ich auch nicht randomized, weil die halt auch ihre speziellen Eigenschaften haben, wie zum Beispiel, dass die halt erst versteinert rumstehen, bis ein bestimmtes Event kommt. Ja, richtig. Ja, und deswegen habe ich das dann halt die aus dem Randomizer rausgenommen, damit ihr da nicht das totale Chaos habt. Alles klar. NPC-Inventar. Das NPC-Inventar ist wirklich nur das Ambient-Inventar. Questgegenstände werden davon absolut überhaupt nicht beeinflusst. Wenn ihr das Inventar anmacht, dann wird auch von Monster-Loot ein bisschen was ersetzt. Also wenn zum Beispiel ein Ork ursprünglich jetzt eine Drachenwurzel und zwei Heiltränke dabei hatte oder sowas, dann wird das jetzt ersetzt durch Random-Items. Oder auch, wenn jemand rohes Fleisch dabei hat. Also wenn ein Tier rohes Fleisch hat, dann wird das auch ersetzt. Aber andere Trophäen, die ihr lernen könnt, die sind immer noch normal. Mhm. Damit ihr zum Beispiel auch die Bossbar-Quest auf jeden Fall erledigen könnt, wenn ihr das gelernt habt. Ja. NPC-Kleidung hatten wir ja letztes Mal auch schon. Erklärt sich eigentlich ziemlich von selbst. Genau, dass dann zum Beispiel jetzt der Lord Hagen oder der Herr Gerbrand dann in Frauenkleid vor euch steht oder sowas ähnliches. Das kann dann halt alles passieren. Das sorgt auch für sehr große Diversität in der Stadt, wenn dann jeder eine andere Rüstung hat. Das ist schon ganz nett. Die NPC-Stimmen wirken sich ausschließlich außerhalb von Dialogen aus und bezieht sich so auf Sachen wie bleib stehen, du Lump oder noch ein Mistvieh oder sowas. Ja. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Es war genau so, wie du sagst. Steck die Waffe weg. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Warum hört er? Steck endlich die scheiß Waffe weg. Kluges Kerlchen. Behälter. Die Behälter sind halt Truhen oder halt Sachen, die was beinhalten. Behälter, die Questgegenstände beinhalten, werden nur zusätzlich aufgefüllt, aber nicht ersetzt. Aber alles andere wird ersetzt. Also ich habe da eine Abfrage drin, ist das jetzt ein Quest-Item oder nicht? Wenn ja, dann lass es so, wie es ist und mach nur ein bisschen was drauf. Ja. Ja. Bei Overworld-Items habe ich auch die Quest-Gegenstände auch rausgenommen. Das gilt für Schlüssel, für Schriften und für Behälter, also von wegen Lederbeutel und sowas, weil die sehr oft mit Quests zu tun haben und die sind halt nicht dann im Randomizer drin, die bleiben dann genauso, wie sie sind, damit ihr auch immer die Schlüssel zumindest da finden könnt, wo sie normalerweise sind. Ihr könnt die Overworld-Items, die anderen, durch ähnliche Items ersetzen lassen oder die völlig zufällig machen. Ähnliche Items ist halt wirklich, da lag vorher ein Heilkraut, jetzt liegt da halt eine Feuernässe oder ein Drachenwurzel. Ja, und völlig zufällig ist halt wirklich, da kann alles Mögliche liegen. Die Rüstungsverteilung, die da drunter kommt, die wirkt sich nur dann aus, wenn ihr so entweder Behälter oder Overworld-Items anhabt. Wobei bei Overworld-Items wird die Rüstungsverteilung nicht bei ähnlichen Items verwendet. Das heißt also Overworld-Items alle, also völlig zufällig, und dann Rüstungsverteilung an, sorgt dafür, dass ihr Rüstungen in der Overworld finden könnt. Mhm. Aber unter ähnliche Items könnt ihr dann nur in Truhen Rüstungen finden, wenn ihr die Behälter angehabt habt. Aber die Chancen dafür sind aber trotzdem verhältnismäßig geringer als vorher. Also wir haben jetzt viel weniger Items, weil das wird ja auch immer kritisiert, dass man viel zu viele Items hatte überall. Das ist jetzt angepasst. Genau, die Itemzahl ist auf jeden Fall wesentlich niedriger, sodass ihr eigentlich auch kein überlaufendes Inventar haben solltet. Ja. Ach ja, noch was zu den Items. Einige wollten, dass ich zum Beispiel Waffenanforderungen random mache. Das ist leider aufgrund der Natur der Items, wie sie im Spiel eingefügt sind, nicht möglich. Das würde nur zu extremen Game-Breaking-Bugs führen oder vielleicht auch zu Abstürzen, und deswegen habe ich es nicht eingebaut. Also deswegen tut mir leid, dass ich da nichts machen konnte, weil der Part ist dann leider außerhalb meiner Kompetenzen. Ja, aber die Leute haben so viel einzustellen und... Ja, das reicht doch eigentlich schon, ne? Auf jeden Fall. Verwandlungen und Beschwörungen, also ihr verwandelt euch in zufällige Tiere und beschwört zufällige Wesen, das bezieht sich auch auf Armee der Finsternis, dann beschwört ihr teilweise 6 verschiedene Wesen. Ist schon ziemlich lustig. Ja, aber das ist auch schon alles, was unter dem Punkt ist. Und dann kommt noch das Handelsinventar dazu. Also das ist diesmal nicht komplett random, das ist eher ausgetauscht. Also das heißt, Sarah kann Sachen von Hakon verkaufen oder Hakon verkauft von Zuris oder wen haben wir da noch? Cardiff verkauft dann plötzlich Sachen vom Kloster.
Das kann alles sein. Aber auch übergreifend, auch die Add-on-Welt. Ja, ne? Genau. Also das bezieht sich auf sämtliche Händler und Händler aus der Add-on-Welt können Sachen aus Korinnes verkaufen. Ja. Das geht alles. Das heißt also auch, dass euer Zuris dann nicht zwangsläufig immer irgendwas dabei hat. Ja, der kann dann halt auch Waffenhändler sein. Der muss dann kein Tränkehändler sein. Genau. Ja, und dann haben wir noch eine Sache. Du hast noch was beim Taschendiebstahl zusätzlich eingefügt. Richtig, also es gibt immer noch den normalen Taschendiebstahl. Diese ganzen Übergabefunktionen sind jetzt wieder normalisiert. Das heißt also, ihr kriegt wirklich das, was auch gesagt wird. Mhm. Aber es gibt auch noch zusätzlich den Taschendiebstahl aus Gothic 1. Ihr könnt euch also von hinten an Leute anschleichen und die ausrauben. Den Taschendiebstahl lernt ihr genauso wie den aus Gothic 2 in der gleichen Funktion. Ihr lernt Taschendiebstahl, dann lernt ihr beide gleichzeitig, ohne zusätzliche Lernpunkte kosten. Und dann könnt ihr halt quasi hinter einen NPC schleichen, den aktivieren und ihn ausrauben. Für jedes gestohlene Item gibt es 25 Erfahrungspunkte, wobei ihr aber aufpassen müsst. Also ihr solltet euer Opfer wirklich alleine versuchen anzutreffen oder zum Beispiel, wenn es im Bett liegt und schläft oder sowas. Weil dann ist es tatsächlich ein bisschen unwahrscheinlicher, dass ihr erwischt werdet, weil die anderen NPCs passen halt aufeinander auf und deswegen solltet ihr gucken, dass ihr da nicht erwischt werdet. Und erst mit 120 Geschicklichkeit könnt ihr jemanden hundertprozentig sicher ausrauben. Mhm, ja. Das ist also auch an die Geschicklichkeit gebunden. Und natürlich, ursprünglich dachtet ihr euch vielleicht, okay, jetzt ist der Taschendiebstahl langweilig? Nee, ist er nicht. Wenn ihr nämlich die NPC-Inventare randomized habt, dann ist es natürlich wesentlich interessanter, die auszurauben mit dem neuen Taschendiebstahlsystem, weil ihr euch dann aussuchen könnt, was ihr wollt. Richtig. Und die können ja auch sehr gute Sachen dabei haben. Ne? Also natürlich ist die Chance jetzt viel geringer, aber es ist interessant, einfach mal zu gucken, was haben die Leute, weil jeder im Hafen kann auch potenziell einen guten Ring oder so dabei haben. Richtig. Ne? Also ich bin komplett eigentlich schon sprachlos. Ich bin so beeindruckt, weil jetzt hat jeder die Möglichkeit, sich individuell sein perfektes Gothic-Random-Erlebnis zusammenzubauen. Die Leute, die ein komplett verrücktes Erlebnis haben wollen, die können sich einfach alles einstellen, alle Monster random, alle Monster super stark, alle NPCs auch noch random und hier und da. Das Einzige, was du ja komplett rausgenommen hast, sind die Gilden, weil das ja wirklich zu Game-Breaking-Sachen geführt hat, wie dass sich alle gegenseitig umbringen, ne? Ja, nicht nur, dass sie gegenseitig umbringen, sondern dass man auch in Dialogen plötzlich gefangen ist und so weiter. Mhm. Das muss einfach nicht sein und das ist den Aufwand nicht wert. Und deswegen habe ich das dann halt rausgenommen. Ja, also diese Version kann man sich so einstellen, wie man möchte. Man kann sie auf jeden Fall durchspielen. Und für Leute, die sagen, hey, ich will einfach das ganz normale Gothic spielen, die können alles auf Ausstellen und können sagen, hey, ich will nur die Truhen random haben. Alles andere bleibt. Und für viele ist es vielleicht zu schwer, wenn die Monsterpositionen abgeändert werden. Aber es gibt ja auch einige, die vielleicht eine Challenge suchen und sagen, hey, ich will am Anfang direkt einen super starken Echsenmensch bekämpfen. Und das geht auch. Also für jeden sollte was dabei sein. Und ich will mich noch einmal ein ganz großes Dankeschön an dich aussprechen, Bisasam, für deine ganze Mühe und Arbeit, die du da reinsteckst. Du hast jetzt etwas erschaffen, was vielen Leuten wieder auch halt einen Ansporn gibt. Hey, ich will Gothic nochmal spielen. Ich will was völlig anderes erleben, was ich vorher noch nie hatte. Und das ist jetzt möglich. Vielen, vielen Dank von mir. Und ich denke, das kann ich im Namen der ganzen Community sagen. Und ja, natürlich auch an alle, die sonst mitgewirkt haben, weil du hast ja auch immer Kontakt mit anderen aus dem Modding-Bereich. Auch vielen Dank da nochmal an die Leute, die dir geholfen haben. Ja, ich bin maßlos begeistert und du hast jetzt noch das Schlusswort. Ja, also ich meine, Jorgensen hat mir ja sogar den Schriftzug für diese Mod dann quasi zukommen lassen. fand ich dann auch sehr nett. Ja, Corinnes Pictures hat mittlerweile sich auch ein bisschen als Muse eingeklinkt, so von wegen Motivation. Es gab auch sehr viel Support im Forum, also auch wenn ich nicht alle jetzt namentlich nennen kann, weil ich schlecht mit Namen bin. Auf jeden Fall danke an euch, ihr dürft euch dann gerne angesprochen fühlen und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß mit der neuen Version.